Der Andrang zur Eröffnung des neuen Shops von Teamsport Wilhelmer in Dornbirn war groß. Sportlerherzen schlugen bei der großen Auswahl wesentlich höher und Ursula Kreml führte durch den Abend. Schön, dass Sie hier sind und heute gemeinsam mit uns feiern. Inhaber Franz Wilhelmer durfte zahlreiche Gäste und Sportfreunde aus dem ganzen Land begrüßen. Das ist sicher ein Highlight für uns. Wir haben einfach ein neues Ziel, setzen wir uns in Sachen Teamsport. Im Teamsport sind wir sehr aktiv. Und wir müssen zum Kunde, wir haben so viele Kunden auch im Unterland, im Vereinssektor, wir betreuen Alltag, wir betreuen auch die Luschnau und wir wollen einfach zu der Kunde. Und darum der Standort Dornbirn für uns optimal. Wir haben eine optimale Bus- und Bahnverbindung und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Viele Besucher sind schon lange Partner des Traditionsunternehmens, denn Wilhelmer ist seit mittlerweile 20 Jahren im Bereich Teamsport unterwegs. Beliefert werden 40 Vereine aus komplett unterschiedlichen Sportarten. Neben Fußball stehen auch Volleyball, Ringen, Eishockey und Skifahren im Fokus. Teamsport ist ein Ding, wo man leben muss. Teamsport ist für uns ein Hobby, ist ein Herz von mir. Und für mich ist Teamsport, der 100 Dollar wäre wichtig, wenn ich einfach so viele Vereine 100 habe. Und wir wollen nachher die Dienste noch verbessern und für sie noch mehr aktiv dabei sein. Drei Bereiche stehen bei Teamsport Wilhelmer in Dornbirn im Mittelpunkt. Sport- und Funktionsbekleidung für alle, Fußball- und Hallenschuhe und diverse Marken zum Anschauen und Angreifen. Erwartet ein großes Sortiment, denn die ganzen Muster, was man von Puma, von Nike, von Adidas, von Umbro, von Stano und Jaco haben, können die ganzen Kunden können das anschauen und aussuchen. Und dann, je nachdem, wenn es gut geht, können sie es einfach bestellen, oder? Nach dem Wilhelmer Sport- und Modefachgeschäft und dem Wilhelmer Outlet in Vandans wurde nun also in Dornbirn ein dritter Wilhelmer Store eröffnet. Dies bringt viele Vorteile, davon ist auch SC Altach-Kapitän Alex Guim überzeugt. Mich freut jetzt in erster Linie sehr für einen Franz, den kenne ich jetzt schon länger, also sie ist schon 10 Jahre und er ist schon ein Ausstatter für uns, startet viele Spieler für uns aus mit Fußballschuhen und für uns ist es natürlich super, dass er jetzt da in Dornbirn aufgemacht hat. Ich denke mal, die Strecke nach Vandans ist doch um einiges weiter wie nach Dornbirn. Und viele Spieler von uns wohnen da in Dornbirn. Und darum freut es mich eigentlich sehr für den Franz, dass er da ein Geschäft aufgemacht hat. Insgesamt 15 Mitarbeiter sorgen bei Wilhelmer Sport und Mode für den reibungslosen Ablauf. Flexible und vor allem schnelle Lieferzeiten sind garantiert und auch die Stadt Dornbirn freut sich über einen neuen Unternehmer. Ja, für uns ist natürlich jede Branche und jedes Fachhandelsgeschäft sehr, sehr wichtig. Uns freut es sehr, weil wir versuchen immer wieder zumindest mitzuwirken, einen gewissen Branchenmix auch in die Innenstadt herzubekommen. Also ein hochkarätiges Sportunternehmen, wie wir hier in diesem Geschäft sehen, mit einem profunden Sportler, ist natürlich sicher ein absolutes Highlight in Dornbirn. Freut mich sehr. Teamsport Wilhelmer, die neue Sportadresse in Dornbirn. Zu finden in der Bahnhofstraße 15a oder im Internet unter www.wilhelmer.at.